Hallo da draußen, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Thief. Wir sind hier im Glockenturm, wo Garrett hin musste, um seinen Kopf mal frei zu bekommen. Ich kenne das, ich laufe dann immer zu einem Glockenturm. Und in dieser Truhe liegen offensichtlich unsere Unikate. Die Windung des Todes. Nein, das hier. Eine Sammlung von Unikaten, die für Garrett wertvoller sind als ihr Gewicht in Gold. Ja, da habe ich jetzt irgendwas drin. Das liegt da. Das hier ist also offensichtlich so eine Art Hub-Area. Da liegen die Windungen des Todes. Das ist die deine Kette, die ich in dem Level gefunden hatte. Und, ansonsten ist hier natürlich noch alles ziemlich leer. Deshalb würde ich sagen, machen wir uns den Raum mal gemütlich. In den nächsten Missionen dann, schätze ich. Oh nein, eine Treppe. Ich spüre, wie sich meine vertikale Ausrichtung ändert mit jedem Schritt. Ah, das ist der Tastsinn. Ich wusste ja schon immer, dass der Typ einen Vogel hat. Jennifer. Ja, genau. Gib deinen Vögel Namen. B. Besso? Ist das ein weiterer Auftrag von Besso? Oder von Contrabesso? Oder von Violino? Wie auch immer die Auftraggeber heißen. Triff Besso im verkrüppelten Burrick. Burrick. E? Was zur... nee, noch nicht, denn ich habe hier hinten jetzt den Bereich logischerweise noch nicht ausgekundschaftet. Dort ist aber nichts zu sehen, bis auf ein Rad... das wir als Frisbee benutzen könnten, wenn wir ihn unbedingt wollten. Aber ich würde sagen, wir gehen dann zum Stone Market. Ja. Yep. Auf in dieses Viertel. Überanstrenge dich nicht, sonst hast du nicht genug Ausdauer, wenn du sie dringend... Es gibt Ausdauer. Gut, ich erfahre nach 2 Leveln, dass es Ausdauer im Spiel gibt. Ich bin doch echt ein... Ich bin so ein Honk. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache regulieren. Da ist er. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Lass mal gucken. Nachladeruckler scheint vorbei zu sein. Wir können uns hier direkt mal eine Flasche nehmen. Und spähen, genau. Also, da ist der verrückte Burrit. Verkrüppelte Burrit. Da müssten wir hin. Aber es sieht so aus, als wäre das Ganze hier nicht so linear, wie man meinen könnte, denn dort hinten habe ich es eben glitzern sehen. Also laufen wir einfach mal dahin, um selbst zu glitzern. Das ist Garretts Kindheitstraum. Schon als er auf die Welt kam, hatte er nur eines im Sinn. Irgendwann werde auch ich glitzern. Ist natürlich doof, weil ihn dann jeder sieht. Ja... Auch das war einer der Kindheitsträume von Garrett. Irgendwann werde auch ich total dumm von einem Holzbalken runterfallen. Dafür müsste ich... Ich muss hier mal das Fenster zumachen, ist ja ungeheuerlich. Ich sehe überhaupt nichts. So, das Fenster ist zu. Hat natürlich auch den Vorteil, dass jetzt kein Dieb bei mir einbrechen könnte, während ich mir im Schlaf den Popo kratze. Das soll schon passiert sein, habe ich gehört. Und hier können wir natürlich so hoch. Das ist doch so einfach, Mann. Marco, was kannst du eigentlich? Aschenbecher. Ja. Fällt es euch auf? Fällt es euch auf? Das ergibt keinen Sinn. Warum steht hier ein Aschenbecher auf einem... Es scheint auf den ersten Blick ein Balkon zu sein, aber es gibt keine Tür. Versteht ihr? Also welchen Sinn, welchen Zweck erfüllt dieses Ding hier? Es müsste eine Falltür geben, oder? Gibt es aber nicht. Also hier steht einfach so ein Aschenbecher. An einem Bereich, der unerreichbar ist. Sind nicht mehr sicher. Oh. Nochmal eine Fackel rausschießen. Nein, das werden wir nicht tun. Wir brauchen schließlich den einen Wasserpfeil, den wir haben. Wir haben 0 Seilpfeile, ein Wasserpfeil, Wurfobjekt, 2 Breitkopfpfeile, die übrigens auch zur
Ich frag mich, ob es Lernpfeile geben wird. Lärmpfeile, nicht Lernpfeile. Flop! Oh, ich habe etwas Neues gelernt. Nein, Lärmpfeile, denn... wie heißt es? Irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen. Egal, gehen wir erstmal zum verkrüppelten Burrick. Wir könnten natürlich hier, das Level scheint richtig offen zu sein. Und ich hoffe, wir kommen auch wieder hierhin zurück. Versteht mich nicht falsch, nur momentan weiß ich nicht, wo... Hallo? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Da hilft dir auch keine Eintopfküche. So einen starken Eintopf, wie du bräuchtest, findest du gar nicht. Ja, das ist eine uralte Legende, die in der Stadt haust, vom Mann, der im Dunkeln kommt und sich wie ein Beyblade dreht. Er ist der Beyblade-Donator. Auf den müsst ihr auf jeden Fall wachsam sein. Ja, genau. Du wünschst dir, dass jemand Ärger macht. Oh, das ist cool. Das erinnert mich an System Shock, wo die originalen Macher von Thief übrigens auch dran mitgearbeitet haben. Aber in System Shock 2 kannst du dich nach vorne lehnen. Das habe ich bisher in keinem anderen Spiel gesehen. Aber in Thief geht es auch, halt nur an Abgründen jetzt. Hier in Thief, einfach nur Thief, dem neuen Teil halt. So, Schwermut ist überall. Ja, das ist in der Tat die Schwermut. Sag mal. Jetzt wissen wir auch, was diese Schwermut, was genau das für Symptome sind. Die Leute drehen sich wie verrückt im Kreis. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ich weiß nicht. Also der Eintopf, den die dir da angedreht haben, der hatte offensichtlich Nebenwirkungen. So, da ist der verrückte Burrick. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da hinkomme. Aber ich glaube, diese Frage stellt sich gar nicht, denn ich weiß die Antwort schon. Die Schwermut ist überall. Kann ich hier um die Ecke lunzen? Nee, das ist leider ein bisschen fummelig hin und wieder. Aber ich denke mal, ja, okay. Rein da, der verkrüppelte Burrick. Jetzt betreten. Hallo. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön, vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Unternehmer. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel, ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir. Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja. Klar. Ihr gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen.
Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Okay, Grabräuber und Kapelle, das sind zwei Stichwörter, die lassen mich Schlimmstes vermuten, aber ich hoffe, soweit kommt es nicht. Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen, eine ganze Schar, und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Taffer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und wenn der losbricht, ha, dann zeigt sich, wer noch steht. Northcrest will Geduld von uns, aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Lasst uns nicht mit ihr sterben. Kommt zusammen, Freunde. Sperrstunde. Schwermut überall. Wir haben nur uns selbst, damit die Dinge besser werden. Mein Nacken schmerzt. Bei dem Wetter tut mein Bein. Ja, das waren in der Tat epische Schlussworte für diese Rede, die du vor einer Person gemacht hast, die du ihr in die Ohren geschrien hast, obwohl sie direkt vor dir stand. Ich fühle mich nicht besonders. Ja, das merke ich schon. Sag mal, M ist doch... Okay, man kann ein Radar einblenden, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht manchmal. Aber was ich suche, ist so eine Art Questlog und Ziele, genau. Stocke deine Vorräte beim zwielichtigen Händler auf. Gibt es ein weiteres Ziel? Weil müsste ja eigentlich. Zeig mir mal die Karte. Das ist der Stone Market. Und jetzt hatte ich ein weiteres Ziel. Diesen Nebenauftrag. Nee, anscheinend muss ich zuerst zum Händler. Der Händler scheint mir, das hier ist Besso. Und der Händler ist wohl in der Richtung. Brauchst du etwas? Ich fühle mich nicht besonders. Ich, nee. Sie braucht Kopfschmerztabletten oder sowas. Ich habe etwas für euch. Ah. Nee. Du bist aber keiner, ne? Also du hast da drunter was an unter dem Mantel. Ich spüre etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Nein. Ein Breitkopfpenis. Schwarzpulver im Gehäuse an der Pfeilspitze reagiert mit einem beim Aufprall ausgelösten Funken und erzeugt eine kleine Flamme, die brennbare Materialien in Brand stecken kann. Heißt das, man kann so sozusagen Holzpassagen zerstören, um durchzugehen? Gute Frage eigentlich. Sag mal, was ist das denn eigentlich für ein Bestand? Ha, wir haben jetzt einen Wasserfall im Inventar und wir bräuchten eigentlich schon mehr, finde ich. Was machen Erstickungspfeile? Kurzzeitig handlungsunfähig, also praktisch ganz gut zur Flucht. Seilpfeile wissen wir, stumpfe Pfeile. Ah, das sind praktisch unsere Lärmpfeile, soweit ich das mal... interpretiere. Wir haben 720 Gold, also von diesen stumpfen Pfeilen für 5 Gold können wir uns eigentlich schon welche holen. 5? Habe ich die jetzt direkt im Inventar? Ich werde mir hiervon auch einfach mal 5 holen, das sollte reichen. Und Feuerpfeile, brauche ich nicht wirklich, was? Was ist Mohn? Schärft Garrets Intuition, stellt Fokus wieder her. Okay, aber Alter, ist das Ding teuer. Ich hoffe mal, wir finden was davon einfach. Ja, diese wäre natürlich für eine Flucht verdammt cool. Ich denke, eine kann ich mir mal kaufen. Ah, der Bestand zeigt an, wie viel der Händler... Ich bin so doof, ne? Das ist schon fast unglaublich. So ein Erstickungsfall, davon könnte ich ja auch mal einen holen. Ja, und ich denke, das reicht... Ah, nee. 2? Das war's dann aber auch. So, und ich denke, das reicht jetzt erstmal. Habe ich immer geöffnet. Alles klar, Arthur. Was sagt die Karte jetzt? Oder die Ziele, besser gesagt. F1, ich verwechsel das immer. Ziele? Trifft die Königin der Bettler in der Kapelle. Begib dich zur Bank, das ist das DLC, denke ich. Königin der Bettler in der Kapelle. Führt das mich dann auch hier in die Richtung? Ich versuche gerade die... Falls ihr es nicht merkt. Ich versuche gerade die Karte zu verstehen. Aber ich denke, wir sollten wirklich dahin.
Stone Market, jo. Laufen wir mal dahin. Ist wahrscheinlich sowieso falsch. Und der ist gesperrt, aber hier stehen keine Wachen davor. Das sieht so awesome aus gerade, ja. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Klar, okay. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Nicht das Feuer aushusten. Ist er hinüber. Wie alles andere. Okay, hier wärmen sich zwei Leute an einem Feuer, leider nicht an einer brennenden Mülltonne, das wäre so awesome. Und closed. Ja, der Laden hat geschlossen, dann können wir nicht ausrauben, ist doch klar. In dieser Stadt würde ich so ungern leben. Wir dürfen uns hier bewegen. Obwohl, der ist doch geschlossen, dachte ich. Oder darf man nur nicht vom einen Viertel ins andere praktisch? Was war denn das jetzt? Oh, cool, dass das geht. Ja, das ist nichts für uns. Kann man da hoch? Nein. Ja, Friedhof. Also wir scheinen uns ja in die richtige Richtung zu bewegen. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich da Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Und wer ist diese mysteriöse Königin der Bettler? Müsste ich die... Ich denke gerade drüber nach, ob ich die kennen müsste. Sorry, dass ich euch das letzte Licht in eurem Leben raube. Lalalala. So böse. Keine alten Götter für die neue Stadt. Das klingt doch mal cool. Kapitelrückblicke brauche ich nicht. Nee, brauche ich nicht. Keine alten Götter für die neue Stadt. In dieser Woche besucht der Baron die kürzlich abgerissenen Kapellen in Dayport. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, schon bald zur Eröffnung der Fabriksgebäude zurückzukehren, die stattdessen errichtet werden sollen. Oder um es anders zu sagen, diese Stadt scheint sich graduell dem Glauben abzuwenden und der Technik und Fabriken und Industrialisierung zuzuwenden. Das heißt, wir gucken hier gerade zu, wie Steampunk entsteht. Ob schon einige Historiker das... Wobei wir nicht wissen, ob es wirklich Steampunk ist, weil es muss ja nicht... Wisst ihr, es muss ja nicht... Was heißt Steam? Dampf sein? Aber okay, ob schon einige Historiker das Vorgehen bedauern, waren doch alle einig darin, dass die Stadt in die Zukunft schauen muss. Das Gebäude hat einen anderen Artikel als den, den ich eben vorgelesen habe. Die Gebäude mögen von historischer Bedeutung gewesen sein, erläuterte der Baron, aber sie müssten für unsere Zukunft Platz machen. Der Baron ist der dritte Northcrest, der die Verehrung der alten Götter verbietet, aber der erste, der noch darüber hinausgeht. Der große Bergfried wird am Ende Energie für das gesamte Viertel liefern. Alles klar. Ich finde diese Dokumente cool. Also die hier sind schön geschrieben. Ah, Moment mal. Schraubenschlüssel benötigt. Was? Wo kriege ich denn jetzt einen Schraubenschlüssel her? Ich weiß es nicht. Hier geht's auf jeden Fall in die Kapelle. Ne, hier geht's zum Friedhof. Ich guck doch mal auf die Karte. Die ist wenigstens nicht so nervig wie Questmarker, die dauernd an sind. Aber ich denke schon, dass wir zum Friedhof müssen. Also, hallo Friedhof. Hallo. Der Friedhof hat mit mir gesprochen. Gewöhnt euch dran, solche Dinge passieren häufiger. Die Leichen spielen Schach. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Hm. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Hm. Tja. Tja, Pech gehabt. Tschüss. Agatha? Du weißt, was man über mich sagt. Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert. Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge.
Was führt dich hier? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Das ist mal ein Wort. Okay, und mit dieser Verheißung: Fokusfähigkeiten verbessern. Spende der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Das war auf F1 gerade. Fokus-Upgrades. Intuition. Ich lese mir das alles jetzt durch, in der Aufnahmepause praktisch. Ihr könnt ja auch hier lesen. Das ist nämlich eine ganze Menge Text. Also, nicht eine ganze Menge, aber jetzt für mittendrin einfach so lol. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Thief, wo uns diese verheißungsvollen Worte schon auf den Pfad dazu geht zur alten Gießerei, so. Ja, das Spiel ist da pragmatischer und will nicht, dass ich meine lyrischen Gelüste ausfließen lasse. Also, bis dahin. Ich habe keinen Schraubenschlüssel. Bis dahin, ciao. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like freuen und eure Meinung zum Spiel. Diese Karte, ich mag es, ich liebe es. Also, ich liebe es nicht, aber ich mag es bisher. Und ja, ciao.